wer jetzt ein Xavier-Album erwartet, der liegt ein bisschen falsch, oder? Ja. Ja, was heißt, ja gut, ich meine, ab und zu habe ich schon immer wieder mit Rappern gearbeitet und so, also wenn Leute das bisher gefeiert haben, hin und wieder mal, dann werden sie dann schon richtig liegen. Aber die, die jetzt komplett nur denken, dass ich da was alleine mache, die würden das wahrscheinlich auch nicht kaufen. Ich finde, der Rap ist sehr dominant in dem ganzen Album. Findest also, wirklich? Ich finde das schon sehr, also das finde ich, find ich gut. Ich hätte mir gewünscht, er hätte noch mehr gemacht. Weil ich glaube, die Leute werden uns vorwerfen, es ist zu viel von mir und zu wenig von ihm. Dachte ich auch. Ich habe jetzt Leute kennengelernt, denen ich das vorgespielt habe, obwohl ich es noch gar nicht durfte, weil eigentlich erst morgen rauskommt. Und die haben mir gesagt, ganz klar, nicht mehr bemustern. Alter, ganz cool. Also ganz cool. Die haben dich, glaube ich, vorher nicht gehört und sagten, krass, wenn da so viel Rap mit drin ist, dann ist es meins. Geil. Ehrt dich das und bist du dann beleidigt? Nein, im Gegenteil. Ich glaube, dass es auch mit der Intention war, ein Rap da ein großes Forum zu geben. Also ich muss ja sagen, wir sind ja jetzt auf Radiotour und ich muss mir jeden Tag fünfmal anhören, ja, die Mutter von meinem Freund, die Mutter von meinem Cousin, die Mutter von dies, die Mutter von das. Xavier, kannst du mir da, also das ist schon in Ordnung. Ich freue mich, wenn einer auch mal sagt, geil, dass da auch Sauerstrom ist. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr eine Platte aufnehmt? Cool hat so eine brennende Mülltonne am Start und Xavier hat dann die Bibel ausgepackt, oder? Ja, wie macht ihr das? Würden sich viele so vorstellen. Aber in Wahrheit ist es tatsächlich so, man braucht Beats. Ja. Man braucht vegetarisches Essen und am besten auch Zeit. Das hatten wir dann, Gott sei Dank. Und dann hören wir uns den ganzen Tag irgendwie Beats an, erzählen viel über Autos, Frauen und alles Mögliche. Und irgendwann gegen 5 fangen wir an zu schreiben. Und dann haben wir Ende des Abends, wenn alles gut läuft, vielleicht ein, zwei, wie sagt man so, Vorlagen oder Guides oder Skizzen, ja genau. Ja, und dafür ist vegetarisches Essen wichtig? Wir sind ja Vegetarier. Ja. Aus Überzeugung oder einfach, weil es cool ist? Weil es beides ist. Ja. Cool auch, Mensch, also das ist aber... Wegen ihm bin ich Vegetarier überhaupt. Aber krass. Ja, wegen ihm bin ich Vegetarier auch geworden. Ach, das war der ausschlaggebende. Er hat in einem Rap gesagt, dass man ohne weiteres aufhören könnte, Fleisch zu essen und damit ohne weiteres Leben retten. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich... aufgehört habe, Fleisch zu essen. Und auch das für diese Zusammenarbeit irgendwo. Seid ihr stolz anschließend auf das Album oder sagt ihr, jetzt kann ich es nicht mehr hören? Nee, noch gar nicht. Ich höre es tatsächlich immer noch rauf und runter. Bei dir auch? Sehr stolz, natürlich. Das ist was Außergewöhnliches. Also, das ist ein großes und schönes Stück Musik jetzt für mich persönlich. Damit wird man ja auch alt. Das ist ja tatsächlich etwas für die Ewigkeit jetzt irgendwo für uns.